Yo, wieder in Mario Kart 7. Ja, es muss, the show must go on. Ich werde jetzt wahrscheinlich kein einziges Rennen mehr gewinnen, so wie es gerade aussieht, aber egal. Geben wir Wario die Kaktuskarre. Nehmen wir mal wieder die Geländereifen rot und das hier. Und dann fahren wir hier den Bananen-Cup. Noch 5 kleinere Strecken, die wir vor uns haben hier im Spiegelmodus. Online kennen wir, haben wir die meisten schon gefahren, auch im Spiegelmodus. Es variiert da ja immer, entweder normal 150cc oder Spiegelmodus. Was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Nee, also wäre mir auch nichts bekannt. Und ja, das Traurige an der Sache ist, obwohl ich hier mit Geländerreifen unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich bin schneller als mit dem Shy Guy. Erinnert euch noch bei der Wuhu-Rundfahrt im letzten Part, wo ich wirklich mein Möglichstes versucht habe, aber es einfach nicht geschafft habe, nach vorne zu kommen. Und mir sieht das Ganze zum Glück anders aus. Was? Nein! 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 Ich bin falsch im Arsch gebogen! Das soll noch irgendjemand sagen, ja, das Spiegelmodus, das ist so ein Problem, Mann. Ja, ihr seht, dass das wirklich kein Problem ist. Oh Gott, ich habe mir gerade eine Mega-Abkürzung richtig zerstört. Und das finde ich alles andere als cool. Zum Glück konnte ich den Satz immerhin nicht aussprechen. Jetzt habe ich aber zum Glück wieder einen Pilz. Ich kann es nochmal probieren, weil... Joa, wer immer diesen Blitz geschossen hat, er hat eindeutig was dagegen. So, bitte entscheide dich schnell, entscheide dich schnell, entscheide dich schnell. Ich gehe schon mal hin. Shit! Dieser Eignis ist aber auch fies, da muss man ja praktisch abbremsen, wenn man das noch irgendwie, wenn man das noch irgendwie rechtzeitig schaffen will. Ah, gut, 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 gut. Was? Ist dieser grüne Panzer behindert? Muss der nicht genau in dem Moment dran, wo ich den Pilz einsetzen wollte? Aber genau in dem Moment, natürlich muss der das. Wäre auch langweilig sonst, nicht wahr? Glaube ich, der hat nämlich alle Nadeln an der Tanne. Gut, jetzt erst einmal hier. Genau. Und dieses Mal nach rechts, bitte. Danke. So. Läuft schon besser, aber ich muss dann diese Abkürzung auf jeden Fall viel öfter genommen als Mario Kart 64. Mario Kart 64 habe ich doch ein oder zwei Mal in meinem Leben genommen. Wenn überhaupt. Warum? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, muss ich zugeben. Weil eigentlich war das Item-Balancing so, dass man einfacher einen Pilz bekommen konnte, aber irgendwie, dadurch, dass man keinen Stunt machen konnte, war das schwieriger, da hochzukommen. Ja, ich glaube, das war der ganze Grund. Die Steuerung war noch viel, viel klobiger, sag ich mal. Etwas schwieriger von der Hand. So, hier ist Marios Piste 2. Der Vorteil ist, selbst wenn ich hier mal Offroad lande, ist das hier keine allzu schlimme Tragödie, weil ich hier die guten Geländereifen habe. So, den hole ich mal raus. Ja, die haben sich gerade irgendwie gegenseitig geohnt. Ich weiß nicht, ob da einer umgeworfen hat, konnte ich gerade nicht schauen. Auf jeden Fall sind die plötzlich richtig weit hinten dran. So, diesmal ist es auf der rechten Seite, nicht wahr? Boah, so. Und jetzt hier. Wow. Der Luigi hält sich da vorne wacker, wie ihr es seht. Das ist der Einzige, der hier noch einigermaßen mitfährt. Aber früher oder später werde ich auch ihn ausbremsen. Es ist einfach eine perfekte Strecke. Viel zum Driften. Einigermaßen bekannter Verlauf. Nicht zu lang. Also was nicht heißt, dass ich lange Strecken nicht mag, ne? Es geht eher darum, dass es super für mich ist, hier relativ sicher zu gewinnen. Das würde ich eigentlich eher sagen damit. Ich finde natürlich lange Strecken trotzdem sehr, sehr genial. Ich behalte diese Bananen einfach mal. Wozu die hier verteilen? Ich meine, hier liegen eh schon einige Öllachen rum und die sind so weit weg, also... Da behalte ich lieber als Schutz, was irgendeine Rote angeflogen kommt. Im Moment sieht es nicht so aus. Das ist eine große Gefahr. Oh my goodness. Irgendwie habe ich mich da gerade verflogen. Egal. Ich bin dann natürlich auch diesen Bewegungsablauf mit meinem Lucky-To-Kart und dem Lucky-To eben gewohnt.
Deswegen, wenn das dann ein eher schwereres Kart ist, wie Wario mit dem Kaktus und den Geländerreifen, sieht das ein bisschen anders aus. Aber es hat funktioniert. Und jetzt kommt die Kokospromenade. Drei, zwei, eins. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie diese Reifen, wo hier ja eigentlich null Offroad herrscht, wie ich damit hier klarkommen werde. Weil, wie gesagt, das sind wirklich Offroad-Reifen. Aber zu einer Zeit, wo es sich... Ja, ich habe diesmal dran gedacht, dass es ein Spiegel ist. Wo wirklich null Offroad verlangt wird, da weiß ich nicht, wie ich es irgendwie anstrengen werde. Was ich auf jeden Fall weiß, dass ich mehr als eine Banane brauche. Und auch mehr als null Münzen, um hier nach vorne zu kommen. So. Was kriege ich denn Schönes? Und ein grüner Panzer ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Würde ich auch nochmal sagen. Naja, Momentchen. Du Scheißauto, was fährst du denn zurück? Was war das denn? Das fahren die Spiegelmodus immer rückwärts, das habe ich jetzt noch gar nicht beobachtet. Auf jeden Fall war ich da und sieht, der fährt die ganz andere Richtung und da fährt er plötzlich zurück. Das hat mich gerade sehr, sehr verstört. Oh shit. Ja, also hier komme ich jetzt schwer mit klar. Und ihr seht, wie unglaublich langsam ich hier beschleunige. Nein! Oh Gott, nee, hier kann ich vergessen. Das werden keine drei Sterne mit diesem Kart. In dieser Strecke habe ich es jetzt schon versaut, wenn ich noch irgendwie Erster werde. Das wird auf jeden Fall nichts. Das ist viel zu schlecht. Viel, viel zu schlecht. Verpiss dich, Mario. Und wow, ich habe es genau so getroffen, dass es zurückreflektiert. Super. Also bisher kam ich relativ gut klar. Aber diese Strecke liegt denn hier absolut nicht. Okay, ja. Wo hat die jetzt den scheiß Windschatten schon wieder her? Langsam nerven die mich mit ihrem scheiß Windschatten. Oh, jetzt habe ich ihn auch mal. Geil, endlich. Justice. Auch wenn ich dafür irgendwie das Item nicht bekommen habe. Aber ja. Shit, mach doch mal wieder einen Stunt. Danke. Oh, ich bin kurz sogar Erster. Wie gesagt, ich rechne mir trotzdem nicht allzu viele Chancen. Aus so wenig Münzen hier. Und, ich war wirklich lange schlecht. Keine gute Leistung. Deswegen warte ich hier gar nicht mal zu viel. Aber ja. Oh Gott. Habe ich die Beschleunigungsschreiben nicht bekommen. Donkey Kong ist... Keine Ahnung, wo der hin ist. Da wurde von irgendwas getroffen. So, gut. Diesmal habe ich die Kurve. Sup. Was ist dieses Auto eigentlich für eine Bitch? Bleibt stehen. Genau da, wo ich bin. Du kannst mich. Du kannst mich. Das war Betrug. Das war einfach nur Betrug. Ich will schön fahren. Der reicht mir so aus. Ja gut, wenn ich komme, ist es vorbei. Dann sagt die... Oh nee, mir ist der Pretzel untergefallen. Warte, die muss ich mal aufheben. Sag mal, ist... Was war das denn? Sowas finde ich halt lame. Das muss echt nicht sein. Sowas irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber... Wenn man wegen so Sachen verliert, dann ist das einfach nur frustrierend. So, und ich muss das auch außerhalb der Kamera machen. Yippie. Egal, Hauptsache ich muss hier nicht nochmal Gold nachmachen, was ich ja bei dem anderen Cup tun muss. Bei dem Blumencup, aber das werde ich eh nicht gleich machen, weil immer diese Pause zwischen erstmal aufnehmen und dann fahren, die beginnt schon ziemlich anzustrengen und auch hier ist das hier schon ziemlich schwerfällig. Mal schon, verpiss dich. Du auch. Weg mit euch allen. Oh mein Gott. Hä? Ich dachte nur, der DK da hinten hätte... da vorne hätte eine Blume. Ich habe gar nicht gesehen, dass da hinten noch jemand eine hat. Wow. Ich wollte gerade sagen, wunder, dass ich nicht so Kugel ausgewichen bin. Aber das ist der Wurscht. Die kommt auf jeden Fall wieder, um einen zu ownen. Wie man diese scheiß Kugel halt kennt. Dreckskugel. So, nimm das. Wie auch immer du warst, ich weiß es nicht, ist es mir auch wurscht. Weil ich muss um den Goldpokal bangen. Das muss ich wirklich. Weil hier kriege ich keinen Fuß auf den anderen. Mit diesem Kerl. Nee, so gar nicht. Ach, hoch da. Okay, da haben wir einen Pilz. Momentchen. So.
Gut, aber das ist nur Zweiter. Der Luigi ist irgendwie ein halbes Lichtjahr vorne. Und ihr wisst, der Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Zitat. Trainer aus der Arena von Mamoria City. Na gut, selbst wenn ich hier gewinne, ist es eigentlich wurscht. Aber ich bin natürlich schon den Goldpokal, aber... Ach so, jetzt trifft er mich! Ich bin schon seit einer halben Stunde nicht mehr Erster mitbekommen, weil mich diese scheiß Kugel 120.000 Mal erwischt hat. Oh. Ich... Nee, ich sag nichts so. Hau ab. Ja, super, jetzt habe ich mal Windschatten und es ist dem DK egal. Also, nee, ich bin trotzdem schneller. Puh. Ist das sonst nur Opfer, aber... Ja, wenn es sein muss, dann bin ich im Windschatten trotzdem schneller, ne? Boah, ich muss wieder Online-Rennen machen. Also, es ist echt krass, dass die Online-Rennen weniger Betrug sind als die Rennen gegen die PCs. Aber es ist echt so. Wenn die Rennen machen mehr Spaß... Ich fasse sie viel lieber, weil das hier ist einfach nur lächerlich, teilweise. Richtig lächerlich. Das, macht... Ja gut, keinen Spaß will ich jetzt so weit gehen, nichts zu sagen. Aber es ist schon ein hoher Frustfaktor, vor allem eben wegen dieser Kugel. Die trifft mich eh immer, da kann ich... Da bin ich machtlos gegen. Der Tom jetzt... Ach so. Ich wollte eigentlich sagen, treff auch mal die anderen Mongos, aber warum denn? Hauptsache, du kannst mich treffen, ich weiß nicht, du Dreckskugel. So, Reit ist für Gold. Wenn nicht, dann scheiße ich langsam einfach drauf, weil ich habe echt keinen Bock, das ständig nochmal neu zu machen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ich gehe.